Huch, was hat denn jetzt? Was haben wir? Die Samen kommen weg damit. So. Und dafür lasse ich mal hier das Ding, das Ding, das Ding. Ich hoffe nur, wir kommen hier überhaupt wieder raus, wenn ich hier halt gerade alles auseinandernehme. Ach ja, die Spannung steigt. Das ist die beste Folge. Heute ist die beste Folge ever. Erst fliegt man die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend, über den Dschungel und so. Und dann finden wir endlich einen Tempel und dann passiert auch nicht viel, außer dass wir ein bisschen Gold, ein bisschen Silber finden. Gut, aber was willst du im Tempel auch anderes verstecken? Diamanten wäre natürlich nice. Dafür, dass die Templer so selten sind, sollte sich der Loot vielleicht ein klein bisschen mehr lohnen, als nur der Krempel, den man auch in Höhlen üblicherweise findet. Ist ja jetzt nicht so ein mega Seltenheitswert. Den Fisch brauchen wir hoffentlich noch. Den Spender, ja, die Schienen können wir ja hier lassen. Davon haben wir ja noch ein paar und momentan brauchen wir die nicht, obwohl ich ja schon angedroht habe, dass wir die U-Bahn auch mal weitermachen werden. Wird ja auch mal Zeit dann und ich glaube, dann haben wir jetzt auch bald genug bemooste Steine hier einfach, weil... Obwohl, hier, guck mal, die können wir ja nochmal mitnehmen. Das tut doch keinem weh, wenn man das einfach mal eben hier... So. Und was lasse ich dafür mal hier? Alter, wie viel bemooste Steine. Komm, lass ich die Schnüre mal hier. Aha. Finde ich übrigens sehr geil. Also man muss ja mal sagen, viele meckern immer, dass Minecraft ja inzwischen gar nicht mehr Minecraft ist. Und das ist ja inzwischen, weil da so viel anderer Krempel reingekommen ist, bla bla bla. Aber gerade sowas wie die Tempel und so finde ich halt eben sehr spannend, dass sowas reingebracht wurde. Weil das noch so ein bisschen mehr diesen Aspekt des Verlassenseins so unterstreicht. Dass es hier früher mal tatsächlich Leben gegeben haben könnte. Gut, ich meine, die NPCs sind zwar jetzt Leben, das reingebracht wurde, da kann man sich drüber streiten. Aber die sind ja auch für sich und schweigen ja normalerweise. Aber die NPCs sind jetzt nicht das, was man unbedingt das größte Unterhaltungsprogramm auf der Insel hier nennen könnte. Und das finde ich schon sehr schön, dass man da halt wirklich so nach und nach alles ausbaut. Auch das mit den Minenschächten und so weiter. Da kommen sehr viele Ideen zusammen und ich hoffe, das wird auch noch ein bisschen so gehen. Jetzt momentan geht man ein bisschen wieder mehr auf technische Dinge. Huch. Ach so. Wie zum Beispiel die Trichter und so weiter. Das ist natürlich auch alles sehr geil, was sich damit ermöglichen lassen wird dann. Und was man daraus im Umkehrschluss auch wieder basteln kann. Wenn da so Sachen kommen wie mit Gewichten arbeiten und so weiter, dass man sich dann zum Beispiel sagen kann, wenn irgendwo irgendwelche bestimmten Items angekommen sind von der Ernte und so weiter, dann erst fährt der Wagen los, wenn der Wagen Gewicht hat, bla 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 bla. Oder dann erst geht eine Signallampe an, wenn man weiß, oh okay, da sind jetzt aus irgendeinem Grund Diamanten angekommen, nur als Beispiel und so weiter und so fort. Wenn man da so ein bisschen mit arbeiten kann, das ist schon ganz geil eigentlich. So, was ein bisschen ungeil ist, ist, dass wir schon wieder... verrottetes Fleisch, aber 12 Stück, die würde ich schon gerne behalten, falls wir wieder Hundis haben. Vielleicht lassen wir die Haken einfach hier, aber die kosten ja auch Silber. Und die Kisten würde ich gerne... Den Sand lassen wir mal hier. Sand holen wir uns dann wieder beim Elsholz, wenn wir welchen brauchen. Nehmen wir lieber doch noch ein bisschen mit von dem Gezuppel hier. So. Ich hoffe, wir kommen, obwohl wir doch, wir kommen an der Seite wieder raus. Wir können es ja wieder rausgraben. Wir müssen ja nicht nach oben gehen. Ja, die Archäologie wäre entsetzt, mit welchen Mitteln ich hier vorgehe. Steht eigentlich alles unter Denkmalschutz und eigentlich ist es eine Katastrophe. Wie hat den Tempel erhalten sollen normalerweise. Aber, oh, war ich das gerade? Nee, das war ich. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu wertvoll, was wir hier rumfliegen haben, die ganzen bemoosten Steine. Weil wir damit eben noch so viel machen können. Ja, und auch machen werden. Wir können ja nicht nur, ich weiß, ich habe die bisher noch relativ wenig eingesetzt. Aber das wird ja alles noch nach und nach.
Vor allem für so Sachen wie die Kanalisation, die wir immer noch offen haben. Für die kann man das dann super einsetzen. Wobei das jetzt tatsächlich ein bisschen mehr nach Dschungel aussieht. Nicht so nach bemoosten Steinen, sondern mehr so, als würden da Lianen durchwachsen. So. Da nehmen wir nochmal mit. Und ich glaube, hier kommen den einen hier nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, dann können wir langsam wieder die Treppe nach oben suchen. Da ist er auch schon. Und dann können wir hier oben theoretisch noch ein bisschen was mitnehmen. Alter, was da los ist. Nehmen wir den einfach mal ganz komplett auseinander. Ist doch alles egal hier. YOLO, sag ich mal, ne? YOLO, Alter, ich kann das überhaupt nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, woher dieser Trend kam mit dem YOLO. Ich weiß auch nicht, wer das aufgegriffen hat und warum. Es ist einfach eine Krätze. YOLO, ey, YOLO. Und vor allen Dingen, was so dahinter steht, so dieses, man lebt nur einmal, lass uns alles tun. Weißt du, yeah, aua. Yeah, Sex mit 12, YOLO, YOLO, Alter. Weißt du, und lass uns jede Droge nehmen, lass uns jede Party sprengen, lass uns jeden Scheiß machen, YOLO, YOLO, man lebt nur einmal. Weißt du, aber das Leben dann auch als solches zu sehen, dass es halt kostbar ist und dass man das nicht einfach wegschmeißt oder mit Verantwortungslosigkeit verhunzt, das sieht man dann bei dem ganzen YOLO-YOLO-Gedönse nicht. Deswegen kotzt mich das ein bisschen... Hallo, Spinne? Kann ich auch mal treffen? Ich kann ihn nicht treffen. Elende Cheater-Spinne. So. Erstmal... Aua! Scheiß Ratte. Rattenschwein-Elendes. So, ich kredenze mir erstmal ganz kurz ein kleines Hanuta hier. Und anschließend setzen wir uns auf unser Ponybike. Nein, das war das. Aber ich wollte ja auch nicht auf Rosa fliegen. Wann kommt ein Rainbow Dash? Bist du Rainbow Dash? Ich weiß es nicht. Aber du hast Flügel, das muss rein. Uah! Entschuldigung. Habe ich mich gerade voll in die Steinmauer gesetzt. Und jetzt fliegen wir in Richtung, weiß ich gar nicht. Ach, das sind Einhorn. Guck mal, hat er ein Einhorn vorne auf dem Kopf. Fliegt aber wesentlich langsamer als Derpy. Merkt er das? Also Derpy mag ein bisschen von der Rolle sein, so ein bisschen bekloppt. Ey, du Mongo, Junge. Aber dafür ist Derpy wesentlich schneller. Auffassungsgabe vielleicht langsamer. Reisegeschwindigkeit schneller. Obwohl, jetzt kommen wir ja langsam in Schwung. Hat vielleicht nur ein bisschen gedauert, bis hier jemand Anlauf genommen hat. Und wir fliegen bei Mondenschein. Der Mond sieht aus wie ein verschimmelter Croissant. Oh, l'amour, l'amour. Ein Croissant ist die Sprache der Liebe. Wenn du einen Menschen liebst, dann kredenze ihm ein Croissant. Ah oui, oui. Und er wird sagen, er wird dir gucken in deine wunderschönen Augen, wird sagen, oh, ich liebe dich für die Croissant. Denn nichts spricht die Sprache der Liebe so sehr wie krümeliger Blätterteig, der nach Pappe schmeckt und immer zerfällt, wenn man hineinbeißt. Wir sind zu Hause. Ich erkenne diese Küste sofort. Hä? Nee. Ich dachte, es wäre die Küste. Es war eine andere. Dieser Strand war mir unbekannt. Zerfressen, zerrissen, zerlottert. In der Nähe trieben Skorpione ihr Unwesen, versprühten ihr skorpides Gift in die Welt. Wie Politiker im Bundestag vergifteten sie sich gegenseitig mit ihren Thesen und jagten sich ihren Stachel der Lügen tief ins Fleisch. Und letzten Endes verletzten sie jene, denen sie am wichtigsten waren. Die Bevölkerung, die sie gewählt hatte. Mit unserem weiteren populistischen Diskurs setzten wir die Reise fort. Wir blickten in Richtung Norden, doch reisten von quer nach links. Über das Wasser, riefen sie, über das Wasser.
Doch über dem Wasser war nichts. Kies. Sand. Viel Sand. Kommt mir das hier bekannt vor oder kommt mir das nicht bekannt vor? Ich weiß es momentan nicht zu sagen. Ich würde sagen, es kommt mir nicht bekannt vor. Nein, ist nicht wahr. Der alte Kackstift. Alter Kackstift, wie geht's dir? Freund aus alten Tagen. Nein, jetzt hier landen, abmounten. Huch, das ist ja süß, guck mal. Das ist ja cool. Cool. So, aber jetzt erstmal unmount. So, und du kommst wieder in die Falle. Zack. Ach, wie geil. Mein Freund, der alte Kackstift. Und da hinten unsere kleine Weizenfarm im Glashaus. Jetzt möchte ich hier direkt nochmal gucken. Ach, wisst ihr noch, als wir das gebaut haben, bei Wind und Wetter, unsere kleinen Indoor-Felder, geschützt vor allem. Die Hundis sind noch da. Die Hundis sind noch da. Unsere sind verschwunden mit dem Update, aber diese hier sind noch da. Da unten, unser kleines, was war das nochmal? Umbrella Corporation. Das Versuchslabor. Und hier die Bibliothek mitsamt unserem ersten Lagerhaus. Schlagerklaus. Hier die Türen, die irgendein Update auch nicht überlebt haben. Oder war, haben die mich nicht überlebt? Ich weiß es nicht. Nach draußen zu unserer kleinen Frühstücksterrasse, wenn ich mich recht entsinne. Hier der lustige Tisch, nett gemacht damals. Hier nochmal ganz kurz, da ging mal so rüber. Hier war noch unser Lagerhaus, einfach so ein Zwischenraum. Aus irgendeinem Grund liegt hier noch Sand rum. Ach, ist das schön. Oh, eine Lederkappe. Von unseren SM-Spielchen damals noch. Mit Gagball. So. Kommt, ihr lustigen Kläffer, hm? Habt ihr Hunger? Warte mal, der Papi hat doch was Schönes für euch. Ne, pass auf, vorsichtshalber machen wir das lieber erst, wenn wir nach Hause kommen. Ne, ich muss die Tür zulassen, damit da kein Unrat reinkommt. Ihr kommt dann hinten rum, ne? Ihr schafft das schon, ich glaube an euch. Kommt mal her. Kommt man durch den Zaun teleportiert? Ja, der andere. Ach, der andere geht hinten rum, natürlich. Und wir gehen jetzt zu Fuß nach Hause. Die Hundis. Oh, wir haben wieder ein paar Hundis. Oh, ich freue mich so. Da unten. Unsere alte Mine, wo wir auch noch. Ich glaube, da haben wir noch eine Kiste rumstehen mit irgendwas. So, ich laufe jetzt auch nicht nach Hause. Obwohl, ich könnte ja mal ganz kurz. Blau will ich nicht. Ach komm, eine lila Kuh, die können wir gut reiten. Hui! Hui! Kommen die Hunde mit? Ja. So, da kommen wir ein bisschen schneller voran. Hundis sind auch noch am Start. Boah, die Kuh ist so schnell. Ich wette, die springt über den Mond. Na, wer kennt's? Ach, geil. Da hinten die Messerküste. Unten hat man auch noch das Portal, ne? Ich erinnere mich, hätte man natürlich auch durchs Portal gehen können. Aber dann könnte man die Hundis nicht mitnehmen. Und ich hoffe... Hundis, ich hoffe, wenn wir jetzt da durchschwimmen... Okay, die Kuh ist natürlich hier beim Schwimmen nicht zu gebrauchen. Ihr kommt aber mit, ne? Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt einmal mal... Wir schwimmen jetzt nach Hause, dann sind wir endlich wieder daheim. Alter Schwede, dann haben wir das zumindest mal geschafft. Ich wünschte, ich hätte Auto ran, dann könnte ich hier nebenbei ganz kurz heimlich am Hustensaft nippeln. Ich komme mir gerade vor wie so ein Suchtopfer. Sehe ich da hinten schon die Küste unserer Gestaden? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich mache mir ganz kurz Handwechsel und jetzt süpple ich mal ganz kurz Hustensaft heimlich im Hintergrund. Moment. Hustensaft ist schön. Schmeckt gut, lecker. Oh oh. Ich hoffe, wir verlieren die Hundis nicht. Nun, Hundis. Hundis.
Das mit dem Hustensaft war eine super Idee, mir den neben den Rechner zu stellen. Kann ich mich zwischendurch, immer wenn es ein bisschen kratzt im Hals, kann ich dann heimlich schnell ein Schlückchen, ein ganz kleines Schlückchen nehmen. Das legt sich dann wohltuend hinten über Hals und Rachen. Und dann kann ich wieder ganz normal, einigermaßen normal weiterreden. Aber ich sollte nicht wieder zu laut werden. Ich bin wieder zu laut geworden. Ich habe wieder zu viel geredet, aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man einmal anfängt und so aus der Gewohnheit heraus, kann man das schon gar nicht mehr anders. Ich muss einfach die ganze Zeit reden, ey. Das ist eine Katastrophe. So, bitte sagt mir, dass die Hundis gleich spawnen werden. Hundis! Hundis! Bitte, ja, ja, ja! Wir haben Hundis, kommt! Kommt! Komm her! Ach, wunderbar. Dann kann ich bald das Gatter wieder bevölkern. Na kommt! Hundis, Hundis, lalalala. 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 Wir haben Hundis, wir haben Hundis, lalalala. Ich darf mich nicht allzu laut freuen, aber ich freue mich trotzdem. Hundi. Wenn ich mich so heiser freue, hört sich das ein bisschen erbärmlich an. Können wir auch gleich mal gucken, was die Schafe machen. Alter, die Schafe. Alter. Die haben noch gelitten. So wie die sich fortgepflanzt haben, das muss doch wehtun. Huch. So, kommt rein. Komm mal her, kommt mal hier. So. Ja, du auch noch. Komm, Kleffermann. Ja, so ein Braver. Na, super. Ach, Alter. Nimm deinen dicken Kuharsch da weg. So, was ich jetzt mal mache. Wir haben wieder Hundis. Was ich jetzt aber mal mache, ganz kurz, bevor wir jetzt uns über die Hundis freuen, haben wir noch Sticky Stickmans am Start. Huch, nee. Ach, hier, guck mal. Da haben wir das verrottete Fleisch. Sticky Stickmans haben wir am Start. Sollte mal ganz kurz vorher, ich pack das verrottete Fleisch mal ganz kurz hier rein und mach da mal ganz kurz zack, zack, zack. Nee. Zack, zack. Am besten mache ich gleich zwei davon. So. Und die Zauntore können wir dann ja ganz bequem. Alter, die Schafe, ne? Sind zum Glück nicht viele. Ach so. Ich wollte das ja hier machen. Einmal. Und da noch einmal. So, und jetzt voll. Ach so, jetzt muss ich das verrottete Fleisch wiederholen. Yeah, ich nehme hier aus, was auszunehmen ist. Skybrush Threepwood. So. Die Schafe teilweise schon übereinander. So, Mädels. Hoch die Hüften. Und dann wupp und wupp. Alter, bleib stehen. Hey. Ah, da war noch ein bisschen verwundet. Jetzt geht's ja. Oh, wilde Hundeliebe. Und schwuppdich kommt da ein kleiner Racker raus. Den heilen wir natürlich auch gleich mal hoch. So. Ach nee, ich muss die alle hinsetzen lassen. Die spawnen ja immer zu mir. Was nicht immer gut ist. So, der kann ja mit dem Gesicht zur Wand sitzen bleiben. Der kleine Schema. Alter Schwede. Ich mache mal Folgendes gerade. Ist da noch was drin? Nee, das ist alles leer. Ich habe aber keinen Inventarplatz mehr. Lasst mich durch! Hilfe! Lasst mich durch!